Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Hearts of Iron 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind wieder zurück mit Italien. Wir werden... Oh, nee, Moment, kein neues Spiel machen, nein. Sondern ich wollte hier meinen Spielstand laden. Und ihr seht also, wir haben ja seit einiger Zeit ein etwas größeres Territorium. Wir haben viel von Frankreich erobert und die Frage ist jetzt natürlich, wie es weitergeht. Ich weiß noch nicht, ob diese Entscheidung schon Ihnen gefällt. Das müssen wir mal gucken. Unsere Truppen sind jetzt jedenfalls noch in Frankreich stationiert und wir müssen noch uns um ein paar kleinere Sachen kümmern. Vielleicht noch vorneweg, ich wurde häufig gefragt, was das denn jetzt für eine Musikmod ist, die ich da im Hintergrund benutze. Das ist keine Mod, ich spiele meine Musik über einen Player ab und ich benutze da Lieder von Europa Universalis 4, Crusader Kings 2, Lieder von Hearts of Iron 3 und Hearts of Iron 4 und dann halt noch ein paar andere Lieder von Epidemic Sound. Das sind Lieder, die ich von meinem YouTube-Netzwerk zur Verfügung gestellt bekomme, die ich in meinen Spielen benutzen darf, die ich auch sehr gut finde. Das ist leider halt ein bisschen schwierig, das so auseinander zu klamüsern. Ich versuche aber dann häufig doch zu sagen, welches Lied es dann ist. Und ansonsten fragt mich einfach bei der entsprechenden Stelle, falls es da jetzt ein Lied gibt, das ihr halt mega genial findet, dann kann ich euch das auch gerne nochmal raushören und schreiben. Wir sind dabei, unser neues italienisches Imperium zu gründen. Wir arbeiten noch an diversen Bündnissen. Wir haben in unserem Bündnis momentan Jugoslawien und wir haben außerdem noch Bulgarien darin. Also ihr seht es auch, wenn wir hier vielleicht können wir nochmal gerade in die Kartenmodi schauen. Moment, das ist aber der Navy-Modus. Hier sehen wir es, glaube ich, besser. Also ne, wir sind dem im Antikomintern-Pakt, deswegen hat die Sowjetunion natürlich auch eine schlechte Meinung über uns. Wir haben hier unten Indochina erobert. Das gibt uns die Möglichkeit, Krieg in China zu führen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir den jetzt schon anstrengen sollen. Das Ding ist halt natürlich, dass irgendwann Japan diesen Krieg führen wird. Das ist die eine Sache. China ist ein gutes Reservoir, um zusätzliche Soldaten zu bekommen, ebenso wie Britisch-Indien. Das sind halt sehr bevölkerungsstarke Länder, die sich als Verbündete nicht so gut eignen, weil die Truppen relativ schlecht ausgerüstet sind. Deswegen ist es da sinnvoller, die eher selbst zu erobern. Also, wir reden hier noch immer von der aktuellen Spielversion. Ich habe das häufig erlebt bei EU4. Dass manche Leute dann natürlich vollkommen richtigerweise total anderer Meinung waren, aber sie haben das Video halt einfach ein Jahr später geguckt und dann waren da einfach schon 7 Patches drüber gelaufen. Das heißt also bitte berücksichtigt das nochmal, dass es sich hier momentan um die Version 1.1.0 handelt. Das ist also die sehr, sehr frühe Hearts of Iron Version. Was gibt es noch für Optionen? Also wir gehen jetzt momentan mal so ein bisschen die Optionen durch. Ne? Wir wollen irgendwann ganz gerne nach China und wir wollen irgendwann ganz gerne Britisch-Indien haben. Das heißt aber, sobald wir irgendeinen nicht-faschistischen Staat angreifen, werden wir auch in eine Auseinandersetzung mit dem Vereinigten Königreich hineinrennen. Wir könnten also versuchen, so zumindest jetzt erstmal die Vorstellung, Kriegsziele gegen Großbritannien zu fingieren. Also ich schieße hier das Spiel noch nicht ab, sondern ich möchte jetzt ganz gerne erst noch ein bisschen die Strategie mit euch besprechen. Wen das jetzt nicht interessiert, der kann einfach 7 Minuten noch vorspulen bis Minute 10 und da, ab da dann weiter gucken. Vielleicht verpasst er aber was Wichtiges. Ne? Also gut. Wenn wir Großbritannien Krieg erklären, dann haben wir aber die Möglichkeit, eben sehr viele untergebene Staaten noch mit zu schlucken bei der Gelegenheit oder zumindest eben unabhängig zu machen. Wir würden außerdem unsere Besitzungen in Afrika doch weitestgehend arrondieren, also unserem Gebiet hinzufügen können. Und wir hätten einen sehr wichtigen Gegenspieler ausgeschaltet. Der Krieg gegen Großbritannien ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Wir wollten ja gerne entweder ein Bündnis mit Spanien machen oder eben Spanien den Krieg erklären. Ich bin nach wie vor eigentlich für das Bündnis mit Spanien. Ich weiß, dass das dem einen oder anderen nicht so ganz recht ist, weil Spanien relativ schwach ist wegen wenig Rekrutenreserven und so weiter und so fort, einer schwachen Luftwaffe und Marine.
dafür aber relativ viele Zivilfabriken kontrolliert, die für uns interessant sein können. Aber das Problem ist einfach, wenn wir jetzt Spanien angreifen, dann werden die der Achse beitreten und dann werden wir auch einen Krieg mit Deutschland haben. Und ich glaube nicht, dass das so toll ist. Vor allen Dingen, weil sehr wahrscheinlich auch noch Ungarn eben der Achse beitreten wird. Ungarn ist ein ganz gutes Stichwort. Wir könnten Ungarn den Krieg erklären. Die würden dann der Achse beitreten. Wir wären dann in einem Krieg mit Deutschland. Das ist insofern aber nicht uninteressant, weil Deutschland uns nur hier an dieser Front angreifen könnte, solange sie Österreich noch nicht angeschlossen haben. Jugoslawien würde in der Zeit erstmal Ungarn schlucken. Und wir hätten also die Möglichkeit, erstmal Ungarn da aus dem Gefecht rauszunehmen. Die Frage ist aber, ob das so sinnvoll ist. Was wird wahrscheinlich noch passieren? Bulgarien hat ein Kriegsinteresse an Griechenland. Die werden irgendwann früher oder später Griechenland den Krieg erklären. Das ist aber nicht unbedingt in meinem Interesse. Ich habe keine Lust, dass Bulgarien Griechenland den Krieg erklärt. Das ist mir noch ein bisschen zu früh. Dann hätte ich lieber, dass Bulgarien uns entweder in einem Krieg gegen das Deutsche Reich unterstützt. Das machen wir dann aber erst, wenn wir das Bündnis mit Spanien vorne weg haben, weil, wie gesagt, auch wenn wir das Deutsche Reich angreifen, dann könnte es sein, dass Spanien sich der Achse anschließt und das möchte ich auch gerne vermeiden, weil mir das einfach zu viel Territorium ist, was wir hier einnehmen müssen. Ihr seht's, das können die Spanier zwar nicht gut verteidigen, aber unsere Truppen werden halt einfach mal hier unten gebunden und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Das möchte ich eigentlich nicht. Der Vorteil, also wir haben also damit quasi drei wesentliche Optionen, wobei ich die fast auf zwei reduzieren würde. Einen Krieg gegen Großbritannien, um die aus dem Rennen zu nehmen und gegebenenfalls noch Britisch-Indien mitzunehmen. Wir würden Britisch-Indien wahrscheinlich als eine untergebene Nation nehmen und ihnen mit Waffenlieferungen weiterhelfen. Solche Sachen zum Beispiel. In einem zweiten Schritt würden wir dann Belgien und die Niederlande fressen. Das hätte den Vorteil, dass das Deutsche Reich das nicht mehr könnte. Und sobald wir Belgien und die Niederlande geschluckt haben, sind wir rohstoffmäßig vollkommen versorgt. Wir werden keine, oder auf ganz lange Zeit keine Rohstoffprobleme mehr haben. Momentan haben wir ja noch das Problem, dass wir Öl importieren müssen. Bei Öl sind wir noch ein bisschen knapp. Wir werden aber später auch irgendwann vielleicht Probleme mit Gummi bekommen. Gummi ist halt sehr wichtig, sobald wir anfangen, größere Mengen an Flugzeugen zu produzieren. Und ganz ehrlich, das Ding, wir haben ja momentan nur eine ganz schwache Flugzeugproduktion, das wird nicht ausreichen. Für alle, die sich fragen, warum ich so komisch rede, ich habe mir gestern auf die Zunge gebissen. Das ist schon ein bisschen, obwohl, ne, im Moment, das ist schon ein bisschen länger her, es muss vorgestern oder so gewesen sein. Und deswegen rede ich ein bisschen komisch, bitte verzeiht mir das. Ich muss auch ganz häufig was trinken nebenbei, direkt mal einen Schluck Kaffee hinterher, das hilft. Kaffee ist ein Allheilmittel in meinen Augen. Ja, und dann hätten wir also die Möglichkeit, mit Britannien einen Gegner aus dem Rennen zu nehmen, der uns längerfristig eine Perspektive halt eröffnet, in Europa umzugehen. Dann ist es ja so, dass Marvin mich auch gefragt hatte, warum ich eigentlich hier den Faschismus unterstütze, weil das ja meine Chancen minimiert, dieses Duce Nukem Achievement zu erreichen, wo man irgendwie auf Los Angeles oder so eine Atombombe werfen muss. An dem Achievement habe ich kein Interesse, jedenfalls aktuell nicht. Ob wir das machen, ich weiß es nicht. Ich glaube eher weniger. Ich habe eigentlich eher ein Interesse daran, dass die USA irgendwann entweder selbst faschistisch werden oder zumindest lange Zeit eben als oder sich zumindest lange Zeit aus unseren Aktionen raushalten, damit wir irgendwann vielleicht sogar noch nach Nordamerika kommen. Da ist auch Großbritannien wieder gut, um das Standbein hier dann zu nutzen, um irgendwann Kanada und die USA anzugreifen. Ja, was gibt's noch eben an Optionen? Ja, also wie gesagt, Krieg in China. Für uns jetzt erstmal nicht ganz so günstig, weil sobald wir da einen Anspruch fingieren, wenn die Briten China garantieren, ne, 100% Weltspannung haben wir, da garantieren die Briten einfach mal alles. Und deswegen war es ja für uns gut, dass wir Frankreich ausgeschaltet haben. Jetzt kann Frankreich nämlich natürlich nichts mehr garantieren. Frankreich ist komplett weg vom Fenster. Und wir hätten halt die Möglichkeit, einen Krieg gegen Großbritannien zu führen. Das ist jetzt übrigens auch wieder interessant, denn wir wollen keinen Krieg mit China, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Weil sonst, wenn Japan China attackiert, das werden sie früher oder später machen, und
dann besteht die Gefahr, dass wenn wir einen Krieg gegen China führen, dass wir mit Japan zusammengelegt werden. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich möchte nicht einen Krieg an der Seite der Japaner führen, wobei die wahrscheinlich hier echt alles fressen werden. Das ist nicht ganz so günstig. Japan wird früher oder später wahrscheinlich auch der Achse beitreten. So schnell jetzt erstmal noch nicht, aber später auf jeden Fall könnte sein. Und wir könnten, also das ist ein Schlüsselpunkt in unserer Politik gegenüber Deutschland. Also wir könnten warten, bis Deutschland im Krieg mit der Sowjetunion ist. Der Nachteil ist, es wird nur relativ lange dauern. Und uns dann hier gemütlich weiter ausbreiten und vielleicht dann später sogar dem Deutschen Reich den Krieg erklären. Das weiß ich noch nicht genau. Ich möchte jedenfalls nicht derjenige sein, der nachher hauptsächlich den Krieg gegen die Sowjetunion führt, weil das ist ein sehr, sehr anstrengendes Unterfangen. Das dauert lange und geht stark auf die Rekrutenreserven. Und ihr seht ja, obwohl wir so große Territorien erobert haben, bekommen wir wenig Rekrutenreserven dazu. Das hat was damit zu tun, dass es nicht unsere Kernprovinzen sind. Also Manpower oder Rekrutenreserven ist halt eine Mannstärke, wie es halt hier heißt. Ist ein ganz, ganz integraler Bestandteil der Expansionspolitik bei Hearts of Iron 4 und da müssen wir drauf achten. Deswegen ist China interessant. Wie gesagt, Britisch-Indien weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken, die werden irgendwann Großmacht werden können. Da müssen wir ein bisschen abwarten. So, wie sieht es jetzt also aus? Was hat der Günther vor? Der Günther hat vor, ein Bündnis mit Spanien zu machen. Und je nachdem, wann sich dieses Bündnis mit Spanien einstellt, haben wir dann entweder die Möglichkeit, oder je nachdem, wie realistisch das Bündnis mit Spanien ist, haben wir dann die Möglichkeit, Großbritannien den Krieg zu erklären. Aber ich bin sehr stark für Großbritannien zuerst eigentlich. Und ich habe vor, noch ein bisschen abzuwarten, bis Japan gegen China Krieg führt. Und ich werde auf China Ansprüche fingieren. Und dann werden die Briten das garantieren. Und wenn Japan China den Krieg erklärt, werden die Briten einsteigen und China wird den Alliierten beitreten. Und dann können dann haben wir natürlich folgendes Problem. Dann haben wir sehr, sehr große Alliierte. Und Japan wird keinen Frieden mit China bekommen, weil die Briten das garantieren und Japan nicht imstande ist, die Briten zu erobern. Wenn wir das halt allerdings machen, dann sind sie ja sehr wohl dazu in der Lage. Na? Und deswegen könnte das dann hier ein bisschen, das könnte dann ein bisschen ungut für uns verlaufen. Das Doofe ist aber einfach, dass die Briten ja auf Teufel komm raus alles garantieren werden, egal worauf wir Ansprüche fingieren, außer eben faschistische Länder, wie zum Beispiel das Deutsche Reich oder Spanien. Deswegen könnten wir tatsächlich den Punkt Germany First zu einem gewählten Zeitpunkt ziehen als Register. So, jetzt habe ich ganz, ganz lange gelabert und ihr wollt natürlich sehen, dass das Spiel weitergeht und ich lasse es auf einer niedrigen Geschwindigkeit erstmal weiterlaufen. Das ist vollkommen egal. Da wird nur nicht so viel passieren. Ich habe mir ein paar neue Banner-Icons besorgt, die werde ich gleich aktivieren. Und wir werden jetzt erstmal da nochmal Danke an einen Zuschauer, der mir den Hinweis gegeben hat. Meine Flotten sind noch alle momentan hier in, wo sind sie hier? In Tarent sind die noch alle stationiert. Ich werde das jetzt mal gerade verlagern. Und zwar dich mit Alt-Rechtsklick hier, habe ich es schon gemacht? Ja, in die Bretagne, genau. Und das wird dein neuer Heimathafen werden. Und du kannst einfach mal dich hier oben in den Ärmelkanal bewegen und vielleicht auch noch ein bisschen hier in die östliche Nordsee. Vorerst ist das auf jeden Fall ganz okay. Wir machen noch nichts mit an oder machen wir schon Anspruch fingieren bei. Nee, machen wir noch nicht. Machen wir gleich. Wir nehmen dich. Hast du schon irgendeinen Befehl? Nee, du hast, glaube ich, noch gar keinen Befehl. Ne? Dann werden wir da mal gerade ein paar Befehle setzen. Als erstes mal sagen wir dir, du garnisonierst bitte das Gebiet hier oben. Du garnisonierst bitte das Gebiet hier drüben. Upsala. Das ist immer sauätzend, wenn man Gebiet garnisonieren und dann aus Versehen irgendwie auf ein Flugzeug klickt oder so. Und dann stehen die auf einmal alle da rum. Das ist mega ätzend. Und bewegen sich nicht. Na, so wie hier wieder falsch geklickt oder was war das jetzt? Nee. Moment. Ah, jetzt weiß ich wieder, woran das lag. Ich habe mich tatsächlich verklickt. Stimmt, bei dir. Nee, du bleibst da in dem Modus auf jeden Fall drin.
Und du garnisonierst bitte. Ach so, ja. Also jetzt so rein von der Steuerung her merkt man dem Spiel echt nicht an, dass es länger gebraucht hat als ursprünglich erwartet. Also, naja. So, wir nehmen die mechanische Rechenmaschine, um den Fortschritt weiter, den technologischen Fortschritt zu forcieren. Ich habe hier, Moment mal, ich bin noch am überlegen, wir forschen ja momentan noch die verteilte Industrie, wir haben sie fast fertig, ne? Die schließt sich halt aus mit der konzentrierten Industrie, die man üblicherweise halt wählt, wenn man nicht so stark bombardiert wird. Und Marvin hat mich schon darauf hingewiesen, man nimmt eigentlich immer die konzentrierte Industrie. Ich bin da dummerweise einem Guide gefolgt, der dazu rät, als Italien die verteilte Industrie zu nehmen. Was ziemlicher Schwachsinn ist, weil man ja tatsächlich nicht bombardiert werden will. Ganz interessant ist aber halt immer noch für mich jetzt als Hearts of Iron Newbie, dass man die 10% der Produktionsleistung beibehält. Und insofern bin ich da jetzt nicht so unglaublich unglücklich mit. Und wir lassen es jetzt einfach mal dabei. Wir werden das Spiel auch trotzdem noch so ganz gut packen. Und da haben wir auch die verteilte Industrie. Wir forschen jetzt erstmal einen neuen Flieger. Den brauchen wir dringend. Unsere Luftwaffe ist nämlich richtig schlecht. Dann wurde mir noch angeraten, ich soll auf jeden Fall den großen Schlachtplan erforschen. Das möchte ich auch gerne machen. Ich möchte es noch nicht unbedingt jetzt machen, weil es sehr lange dauert. Wir bekommen halt diesen unglaublichen Planungsbonus. Der könnte sich tatsächlich noch sehr lohnen. Wir machen es... Ach Moment, jetzt habe ich ja hier das Falsche gewählt. Ne? Ich wollte doch die Forschungszeit verkürzen. Hier, ja bitte ersetzt das mal schnell. Ja, wir werden es später noch machen. Wir werden es auf jeden Fall noch machen, keine Sorge. So, was wollte ich noch machen? Ich wollte hier ein bisschen meine Produktion umgestalten. Und zwar gehst du mal bitte ganz ans Ende und du gehst mal bitte noch ein bisschen nach oben, denn ich brauche jetzt erstmal mehr Militärfabriken. Wir machen das jetzt immer so in Dreier-Schritten. Drei Militärfabriken, eine Zivilfabrik. Das ändern wir jetzt mal gerade ein bisschen. Denn wir müssen tatsächlich unseren Rüstungsoutput dramatisch steigern, wenn wir weiterhin so erfolgreich Krieg führen wollen, wie wir es gerade tun. Ne? Deswegen also hier die Änderung in der Produktion. Ich gehe einen kleinen Ticken hoch mit der Geschwindigkeit. Wir haben noch fehlende Ausrüstungsproduktion, da müssen wir mit leben. Ne? Und ihr seht halt, wir brauchen einfach sehr, sehr viel... Wir brauchen sehr, sehr viel Infanterieausrüstung und vor allen Dingen Zusatzausrüstung. Das ist noch ein ganz großes Problem. Und der Vorteil jetzt bei der Eroberung von Frankreich ist jetzt weniger im Aspekt der Militärfabriken zu suchen, sondern mehr eben bei den Zivilfabriken, wovon wir jetzt gerade sehr profitieren werden. Ich werde auch, weil wir jetzt schneller unsere Fabriken bauen. Es wäre natürlich auch eine Option gewesen, tatsächlich noch den Krieg gegen Griechenland stärker zu fokussieren, aber das müssen wir jetzt. Also da, ich glaube, wir kommen da auch noch ohne klar. Motorisierte produzieren wir ein bisschen vor, weil wir gerne in absehbarer Zeit die Ersten Hilfe oder diese Feldlazarette, wie die hier heißen, bauen werden. Feldlazarette sind für uns insofern wichtig, weil sie die Einheitenerfahrung konservieren und man weniger Einheitenerfahrung verliert und wir wollen später gerne sehr gute Erfahrungen haben. Wir gehen auf den Giacomo Acerbo. Der erhöht die Baugeschwindigkeit von Militärfabriken und Schiffswerften. Das ist erstmal noch ganz wichtig. Das ist eine wichtige Voraussetzung für unsere weiteren Kriegsvorhaben. Wie sieht's aus? Was macht Japan? Kriegerische Tradition. Das heißt, wir müssen China da noch nicht, wir müssen noch keinen Anspruch auf China fingieren. Wir haben dann noch ein bisschen Zeit. Wie sieht's aus bei den Briten? Die erforschen das Radar. Stimmt, Radartechnologie ist sehr wichtig. Gegen die Briten bräuchten wir hier vielleicht so ein oder zwei Radarsachen. Ich werde ja übrigens, ich spiele ja ohne Fallschirmjäger. Das habt ihr vielleicht noch nicht so ganz realisiert. Mit Fallschirmjägern wird's halt tatsächlich viel zu einfach. Und deswegen, lass mich mal kurz hier überlegen, nee, das ist okay. Ihr seht auch hier, das dauert relativ lange noch, weil wir echt so wenig Ausrüstung haben, ne? Das ist einfach noch so ein großes Manko bei uns. Verstärkung setzt mal wieder auf normal, das ist wieder
halbwegs normal abläuft. Wir brauchen gegen Deutschland vor allen Dingen mehr Truppen. Also die Deutschen bauen halt sehr schnell sehr viele Truppen. Die Frage ist halt, wenn wir Deutschland angreifen, dann sollten wir nicht allzu lange warten, weil sie ja früher oder später noch Österreich anschließen werden. Und im Idealfall machen wir das noch vorher. Oder im Idealfall machen wir es tatsächlich so, dass wir die Linie vor München halt eingenommen haben. Also die, ich weiß nicht, ist es die Donaulinie? Ich glaube, ne? Also wenn wir die eingenommen haben und dann Österreich angeschlossen wird, dann haben wir Österreich direkt schon eingekesselt. Das ist ein strategisch gesehen sehr großer Vorteil, wenn man gegen Deutschland kämpft. Aber wir sind ja halt eben sehr, sehr früh und sehr, sehr aggressiv unterwegs. Bei Spanien, da habe ich, also möchte ich wirklich beim Bündnis bleiben, weil ich finde, das verlangsamt nur unsere Auseinandersetzung, eventuell mit dem Deutschen Reich, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also vielleicht nehmen wir doch die Briten zuerst. Wir halten uns mal so ein bisschen noch die Optionen offen. Wir könnten tatsächlich auch einen nationalen Fokus für Krieg gegen Großbritannien nehmen, aber was wir dafür bekommen, sehen wir jetzt hier noch nicht so richtig, ne? Wir bekommen halt einen Anspruch auf wir bekommen, glaube ich, einen Anspruch auf hier, da, auf Malta. Und noch irgendwie so ein bisschen Gekleckers. Also das ist relativ unspektakulär. Und auf Zypern, glaube ich, auch noch. Das ist noch nicht ganz so hervorragend. Ja, ich weiß auch nicht genau. Wenn wir gegen die Briten kämpfen, dann sollten wir einen Konvoi abziehen von hier, Fragezeichen. Wir haben halt momentan noch eine relativ kleine Zerstörerflotte. Was müsste? Also natürlich, klar, wir können nicht gegen die Royal Navy bestehen, aber die Japaner können das noch viel schlechter als wir. Ne? Deswegen, die Japaner haben, glaube ich, noch weniger Schiffe als wir zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist korrekt. Lass das mal gerade weg. 216. Die Japaner haben, glaube ich, eine relativ große Flotte. Ich meine aber, die Schiffe sind noch relativ veraltet. Wobei, bevor ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, lassen wir das mal noch gerade. Achso, stimmt, genau. Ja. Ich brauche ja hier meine... Das Gute ist halt, wenn ich jetzt gegen Großbritannien kämpfe, gegen Großbritannien brauche ich nicht so viel Flotten. Divisionen. Und zwar, ich hole mir aber hier noch... Ja, ich hasse das. Ich hasse das. Du klickst halt einfach aus Versehen auf den Flughafen. Und dann wählt ihr halt natürlich den Flughafen. Du bekommst ein anderes Symbol. Da wurde gesagt, ich solle für die Kolonialdivision andere Icons nehmen. Brauche ich aber nicht, weil das sehe ich eigentlich hier momentan ganz gut an diesen roten Pfeilen. Du kriegst halt nur ein anderes Symbol. Machen wir doch hier so ein Sternje. Und dann bist du hier im Schauplatz. Und dann nehmen wir das Ding einfach. Äthiopien. Oder Afrika nennen wir es, weil das ist, glaube ich, einfacher. Und ich setze dich auf eine niedrige Priorität. So, dann können wir hier die drei... Ladies. Können wir unter Badoglio mal gerade ein bisschen trainieren lassen. Und wir haben noch hier die Marines, die können wir auch trainieren lassen. Die kriegen jetzt zwar ein bisschen Verschleiß, aber das ist nicht so wild. Du kriegst auch ein anderes Symbol. Hier so ein Anker, ne? Bitte, wenn ihr wissen wollt, welche Mods ich verwende, dann guckt doch einfach unten in die Videobeschreibung. Da trage ich die in der Regel ein. So, das hier ist wird auf jeden Fall unsere Hauptinfanteriedivision werden und du wirst auf jeden Fall unsere Hauptgebirgsjägerdivision sein. Ich mache mal orange. Und ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn man die jetzt so von der Farbe her auseinanderhalten kann. Du kriegst... Wobei das Schild ist eigentlich, oder der Schild ist eigentlich ganz gut als Icon. Hier, ich mache mal so ein bisschen pink. Dann weiß ich da auch Bescheid, dass das so eine Noob-Truppe ist. Wir könnten auch, und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, unsere Infanteriedivisionen
Die könnten wir in... Achso, das bitte nur ein einziges Mal jeweils. Und ich weiß gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das müsste eigentlich, 6 Stück müssten eigentlich genügen. Du wirst in Calais ausgebildet werden. Auch bitte nur... Ja, bitte auch nur einmal. 6 Stück. Und genau, hier braucht man noch 10 Kollegas drin. Da machst du einen weniger, machst du zweimal und du wirst den Giovanni Messe weiter begleiten. Dann machen wir die Gebirgsjäger noch, weil ich denke, wir werden Großbritannien mit den Gebirgsjägern sehr gut erobern können. Und mit den paar Panzern, die wir hier noch dabei haben. Unter Ubaldo Soldu. Das werden wir eigentlich ganz gut schaffen, glaube ich. Der Krieg in Großbritannien ist auch relativ schnell zu Ende, sobald wir hier hinter Liverpool vorgestoßen sind. Da wird es dann relativ easy und Großbritannien ist in der Regel schlecht garnisoniert. Wir müssen es halt nur einmal schaffen, hier See- und Lufthoheit zu erringen und zu erstreiten und kurz zu behaupten, damit unsere Truppen hier landen können. Wir müssen ein Landungsheer... Ich glaube, ein Regiment langt eigentlich in der Regel, wenn wir das hier hinschicken nach Malta, also typischerweise von dem Hafen aus. Und nach Gibraltar schicken wir auch ein kleines Heer. Das Gute ist, wir schaffen Großbritannien nämlich noch relativ schnell ohne Bulgarien und ohne Jugoslawien. Die brauchen wir beide nicht, wir können sie beide aber noch dazu abkommandieren und uns von ihnen Regimenter stellen lassen. Wir könnten ferner dann auch überlegen, noch gegen Griechenland Krieg zu führen. Die werden relativ schnell den Alliierten beitreten, aber das möchte ich dann eigentlich auch vermeiden. Insofern für uns wieder gut, wenn wir die Alliierten vorher niedergerungen haben. Und wenn Bulgarien noch keinen Krieg gegen Griechenland gestartet hat, das wäre Worst Case, das möchte ich nicht. Das müssen wir vor allen Dingen später vermeiden, falls wir mal gegen Deutschland kämpfen, weil... Sobald wir gegen Deutschland kämpfen, brauchen wir wirklich alle Truppen von unseren Verbündeten. Aber die können sich auch ruhig erstmal... Das Doofe ist halt, Polen haben die dann relativ schnell. Und der Krieg auf die Sowjetunion, der lässt halt einfach lange auf sich warten. Das ist ja erst in 4 Jahren der Fall. Und wir sind ja viel, viel schneller von unserer Expansionsstrategie aufgestellt. Allerdings, an der Stelle könnte man durchaus sagen, also wir hätten jetzt... es wäre jetzt auch nicht so... komplett ungerechtfertigt, hier einen Krieg gegen das Deutsche Reich anzuzetteln, denn die Tatsache, dass beide Regime faschistisch waren, täuscht ja so ein bisschen über die Tatsache hinweg, dass sich Mussolini und Hitler ja auch so ziemlich als Konkurrenten betrachtet haben, auf jeden Fall. Ich meine, es sind halt die beiden faschistischen Systeme in Mitteleuropa gewesen, die das so ein bisschen auch um die Vorherrschaft stritten. Ich möchte hier... Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was wählen wir jetzt? Den Industrieschwerpunkt? Oder nehmen wir tatsächlich doch das spanisch-italienische Bündnis? Ich glaube, wir nehmen es zuerst. Weil wir damit wirklich die Weichen stellen für ein Bündnis mit Spanien. Und die wir brauchen die später auf jeden Fall, ne? Des Weiteren muss dabei... Also ich will die auf jeden Fall in meiner Allianz haben, bevor die Deutschen das machen. Das... ist absolut klar, weil ich will die deutsche Achse schwach halten. Also so schwach, dass die eben nach Möglichkeit einen Krieg gegen die Sowjetunion halt eben nicht lange überstehen. Aber eben doch so viel Widerstand leisten, ne, dass sie der Sowjetunion ausreichend Probleme machen. Und so, na, ihr wisst, was ich meine. Ja, es waren halt eben die zwei faschistischen Regime in Mitteleuropa, die natürlich dann deswegen auch so ein bisschen in Konkurrenz standen. Es wird halt häufig gesagt, dass Mussolini ja so ein bisschen wohl die Tatsache verfolgt hat, eben gerade schon während des Äthiopienkrieges so ein bisschen das Zünglein an der Waage zu spielen, was die diplomatischen Beziehungen zwischen dem faschistischen Deutschland und den Alliierten eben anbelangte. Man hat gerade diese doch sehr laschen Sanktionen gegen Italien im Abessinienkrieg wohl deswegen gewählt,
also Italien musste natürlich mit Sanktionen rechnen. Die Sanktionen haben Italien auch hart getroffen, aber man hat sie nicht zu hart gewählt, weil man Mussolini wohl nicht in Hitlers Arme in Anführungszeichen treiben wollte. Und deswegen hat man wahrscheinlich da auch so ein bisschen auf diese Appeasement-Politik gesetzt, die aber ja nicht zum Erfolg führte. Also auf längere, in längerer Perspektive. Die Hindenburg-Katastrophe hat sich übrigens ereignet. Das deutsche Passagierluftschiff Hindenburg wurde heute bei der Landung auf der Lakehurst Naval Air Station in den Vereinigten Staaten zerstört. Aus bislang unbekannten Gründen ging das Luftschiff in Flammen auf und stürzte ab, wobei 35 Menschen ums Leben kamen. Aufgrund der Seltenheit, hohen Kosten und des amerikanischen Exportverbotes von Helium wurde die Hindenburg wie alle deutschen Luftschiffe für die Verwendung von Wasserstoff gebaut. Dieser ist zwar ein besseres Traggas dafür, aber leicht entzündlich. Diese Katastrophe hat den öffentlichen Glauben in die Luftschiffe erschüttert. Und immer schnellere Passagierflugzeuge werden gebaut. Dies könnte das Ende der Luftschiff-Ära bedeuten. Würde man auch, also ich glaube tatsächlich hat man es ja auch so als das Ende der Luftschiff-Ära betrachtet. Es wird übrigens, man hat ja verschiedene Hypothesen da auch getestet bei der Hindenburg, ob es jetzt tatsächlich ein Bombenanschlag gewesen ist oder ob es nicht vielleicht doch ein der Funke einer statischen Entladung eben gewesen ist, als man die Halteleine der Hindenburg ausgeworfen hat. Um Himmels Willen, ja, all the humanity. Ja, wobei ich stehen geblieben. Genau, also das hat man hat eben Mussolini auch versucht, nicht noch näher an Hitler ranzudrängen. De facto war Italien ja aber schon sehr stark abhängig, also in wirtschaftlicher Sicht von Deutschland. Auf der anderen Seite hat, wenn die faschistische Reklame aus Italien, die ja betrieben wurde im Ausland, wenn die irgendwo Erfolg hatte, dann doch am ehesten noch in Deutschland. Und auch wenn Mussolini stets gesagt hat, der Faschismus sei in seinen Augen kein, in Anführungszeichen, Exportartikel, dann war das einfach nur ein Lippenbekenntnis. Natürlich hat der versucht, seine politische Ideologie weiter zu exportieren, das ist ganz klar. Man muss auch sehen, wenn man sich anguckt, es gab ja zahlreiche Zwischenfälle noch in Korfu, wo die Italiener einen Umsturz versucht haben zu inszenieren, dann der Krieg gegen Abessinien. Zu diesem Zeitpunkt noch war Mussolini auf jeden Fall der größte Kriegstreiber in Europa, definitiv. Das muss man also schon so sehen. Und er hatte eigentlich, also vieles war eben einfach Blendwerk, und er hat zu diesem Zeitpunkt bereits schon größere Absichten für Italien im Schilde geführt. Und auch diese persönlichen Rivalitäten zwischen Mussolini und zwischen Hitler dürfen auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eigentlich das Zusammengehen der beiden faschistischen Ideologien in Europa ja eigentlich auch auf jeden Fall geplant war und auf jeden Fall ins Werk gesetzt werden sollte. Das darf man da auch nicht vergessen. Die Marines sind ausgebildet, das können wir dann übrigens jetzt erstmal lassen. Also sie sind gut genug ausgebildet, ich will halt nicht die totalen Kacknoob-Truppen haben, so wie jetzt hier. Ja, also es sollen halt keine Rekruten sein. Und ich werde die auf jeden Fall gleich noch zusammenführen. Die Einheiten sind noch unerfahren, weil sie auch sehr früh rausgepumpt werden mussten. Und ich weiß nicht, ob wir hier noch auf diese vier und auf die noch warten. Dann müssen wir mal gucken. Und jetzt auf jeden Fall, vielleicht lohnt sich nochmal der Blick nach China und nach Japan. Zwischenfall an der chinesischen Grenze. Das ist doch eigentlich ganz gut. Dann können wir jetzt mal einen Anspruch fingieren. Das Doofe ist, es wird uns politische Macht kosten. Es wird aber die Briten schwächen. Und dafür kann man mal 23 politische Macht ausgeben. Oder gibt es noch irgendwas, was billiger ist? Nee, na, die kosten alle gleich viel, ne? Dann nehmen wir doch Xikang. Oder Xikang. Dann warten wir mal. Ich denke, ab dem 18. Mai, genau, werden die Briten garantieren. Dann können wir die Rechtfertigung eigentlich auch wieder abbrechen, denn wenn wir ein Kriegsziel rechtfertigen, es aber dann auch tatsächlich nicht zu einem Angriffskrieg unsererseits kommt, dann wird man das als Schwäche unseres Duce interpretieren und dann verlieren wir politische Macht, und das ist eigentlich auch kacke. Ja, also dann warten wir doch mal ab, bis der Zwischenfall an der chinesischen Grenze eskaliert. Was den Pakt mit der Sowjetunion. Danach kommt, glaube ich, der Anschluss Österreichs. Oder sie nehmen noch eine Militärdoktrin vorher. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Wie sieht es mit unseren Ressourcen aus? Wir haben 123 Artillerie übrig.
Was wäre denn, wenn ich dir jetzt noch so eine Artillerie da reinpacke? Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Wie viel brauchen wir denn zusätzlich? Hier oben steht's. 504, ja. Also wir könnten es jetzt schon wählen, wir müssen dann aber auf jeden Fall die Produktion unserer Artillerie steigern. Ja, dann machen wir das doch noch. Gefechtsbreite ist damit auf 18. Na, wie gesagt, also ich wurde das auch nochmal gefragt, warum favorisierst du so diese 20er Gefechtsbreite? Das hat auch was damit zu tun, weil die Frontbreite ja 80 ist und man sollte dann immer gucken, dass man das teilen kann. Also sie ist minimal 40, maximal 80 in der Regel. Und bei einer 80er Frontbreite, wenn man von anderen Seiten angreift, kommen ja immer 40 dazu und dann ist man halt bei 120 und so weiter. Also es sollten immer Zahlen sein, die man durch 20 teilen kann, damit man seine Regimenter besser zuweisen kann. Na, das ist die einfachere Variante. Damit man, weil Frontbreite kann man sich ja auch wie so eine Ressource hier in diesem Spiel vorstellen und wir wollen keine Ressourcen verschwenden. Ne? Wir wollen halt hier mit der Frontbreite weiterarbeiten. Und wir wollen die Frontbreite ausnutzen. Das müssen wir wirklich machen. Das ist extrem wichtig. 10.000 brauchen wir noch. Ach du meine Güte. Das ist, weil ich jetzt halt neue Truppen ausbilde. Ne? Aber ist okay. Das bisschen da unten können wir gut gebrauchen. Dann sieht es momentan tatsächlich so aus, als würden wir die britische Option ziehen und gegen Großbritannien in den Krieg ziehen. Wir könnten eigentlich noch. Warum habe ich das Radar eigentlich nicht erforscht? Achso, nee, weil ich neue Flugzeugtypen brauche. Die brauchen wir ja auch. Die brauchen wir so dringend. Unsere Flugzeuge sind halt einfach scheiße. Die taugen nix. Nee, die taugen echt nix. Ich pack dich nach Pas-de-Calais. Und lass dich aber jetzt erstmal nicht fliegen. Wurde nämlich auch gesagt, Start und Landung sorgt immer dafür, dass Flugzeuge abstürzen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen sage ich jetzt mal ganz kurz, für 200 gehst du mal gerade hier hin. Ach, da ist noch ein 100er aus dem westlichen Mittelmeer. Das da ist, glaube ich, ein französischer Jäger, den wir erobert haben. Ist jedenfalls kein Jäger von uns. Und hier gehen wir auch auf 200. Man muss das nicht machen hier mit diesen 200er Schritten. Also das müsst ihr wirklich nicht machen, aber es empfiehlt sich halt einfach, weil die Flughäfen halt immer in 200er Schritten teilbar sind. Ne? Und dann fangen wir mal, glaube ich, so ganz langsam dann auch mit der Produktion von Zwischenkriegsjägern an, oder? Ne, wir brauchen noch. Ohne Fallschirmjäger zu spielen, macht das Spiel in meinen Augen deutlich anspruchsvoller. Und das ist halt scheiße, weil natürlich ist es klar, das ist die Erfolgsvariante auch im Zweiten Weltkrieg gewesen, wenn man sich anguckt, wie das Deutsche Reich Frankreich überrannt hat, was ja dadurch so stark erleichtert wurde, dass sie die Fallschirmspringer hinter den französischen Linien abgeworfen haben, um deren Kampfkraft einfach zu brechen. Das ist natürlich klar. Wir hier im Spiel müssen, also ich finde, wir sollten sie dann tatsächlich auch wirklich nur dafür einsetzen und sollten das dann nicht so machen, dass wir die halt direkt in London abwerfen, um dann einfach direkt die Briten zur Kapitulation zu zwingen, ne? Weil das sieht halt so aus, da landet ein Regiment Fallschirmjäger, stürmt halt die britische Regierungszentrale und auf einmal kapitulieren die alle. Oh, und da sehe ich gerade, das ist bestimmt Rumänien, ne? Ja, Rumänien handelt hundertprozentig mit der Sowjetunion, würde ich mal sagen. Oder, nee, doch nicht. Mit den Briten, mit Norwegen und mit Dänemark. Ist immer sehr schade. Dann lassen wir den Handel hier komplett sein. Und wir gehen auf den Handel mit den Vereinigten Staaten. Warum ist das für uns tatsächlich eine Option? Jetzt momentan ist es auf jeden Fall eine Option, weil wir die ja faschistisch machen wollen. Da können wir mit denen auch Handel treiben. Warum fehlt mir noch Öl? Und warum kriege ich nicht mehr? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt geht's, ne? Okay. Den zwei Zivilfabriken anzudrehen ist halt nicht so geil, eigentlich halt, weil die dadurch ja wirklich viel, viel schneller produzieren, aber wir wollen sie auf unsere Seite ziehen. Ja. Ihr seht also, es ist sehr wichtig, dass wir weitere
dass wir weitere Militärfabriken produzieren. Wir schenken uns deswegen auch die Produktion von, die Forschung von Raffinerien komplett. Wir gehen noch hier ein bisschen drauf. Und die Briten werden China noch länger garantieren. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, mittlerweile, je länger ich drüber nachdenke, ich finde es schon ein bisschen albern, dass man den Comic-Hitler, man muss ja sagen, das ist ja Comic, also, ne, wir schauen uns mal unseren Comic-Mussolini an, dass man den nicht sieht. Ja, ich, ja, so, also, ah ja, ist jetzt auch egal, kommt, da könnte man jetzt ewig drüber reden. So, wir haben 40 Minuten runter, es ist relativ wenig passiert, ich weiß, ihr seid böse, ich mach mal hier Pause an der Stelle. Er hat sich jetzt nicht so viel getan, lasst mich nochmal kurz überlegen, wir haben die Flotte hier, die Classis Romana, die haben wir umgestellt, ne? Das ist okay. Die Sub 1 hat keinen Admiral. Wir nehmen dann aber auch keinen erstmal. Okay, das ist jetzt eine relativ kleine Flotte. Zeig mir mal gerade die Sub 3. Die ist jetzt relativ groß geworden mit 26 Schiffen. Dann packen wir unsere U-Boote, die wir bauen. Dann packen wir die doch mal gerade in die Sub 2 war es, glaube ich, ne? Jetzt zeig mal kurz. Ne, es war die Sub 1, alles klar. Dann packen wir dich in die Sub 1, dass die auch noch ein bisschen größer wird, weil wir brauchen ein paar U-Boote mehr. Und wie gesagt, wir produzieren hier unsere Schiffchen weiter, das ist eine coole Sache. Ich gehe mit den zusätzlichen Werften mal hier drauf. Dass wir davon noch mehr produzieren. Und wir werden auf jeden Fall, also ich will auf jeden Fall hier mit der Flotte spielen. Als Italien kann man das, glaube ich, ganz cool machen. Also als Italien hat man ein paar schöne Flottenoptionen, die man ziehen kann. Und ich finde es halt schade, dass die Flotte eigentlich in Hearts of Iron so marginalisiert ist eigentlich. Man kann halt eigentlich alles mit Luftwaffe und Fallschirmspringern machen und ich versuche es ein bisschen anders auszugestalten. Ja, aber dann werden wir jetzt versuchen, hier uns Nordafrika vollständig zu sichern, insbesondere hier eben den Suezkanal. Der ist ganz wichtig. Und wir holen uns diese ganzen restlichen Kolonien hier und dann werden wir wahrscheinlich Krieg gegen Belgien und gegen Holland führen. Also insbesondere hier, die Niederlande, ja, insbesondere die Kolonien hier drüben, die produzieren sehr, sehr viele Rohstoffe. Singapur ist ein wichtiges Land, was die Produktion von Gummi angeht, meine ich. Und dann haben wir auch hier unsere Gebiete nochmal sehr schön arrondiert. Du bist so neutral-faschistisch, ne? Mhm. Müssen wir mal gucken, vielleicht nehmen wir Siam noch mit. Einfach nur, um unsere Gebiete so ein bisschen zu arrondieren. Und die Philippinen, die sind unabhängig, oder wie? Von den USA, eine Marionette, alles klar. Kann ich mitleben. Gut. Ja, und die Dinge gehören ja zu Japan und den Briten, ne? Die ganzen kleinen Inseln hier drüben, die werden wir ja dann auch alle bekommen. Wobei wir da mal, ja doch, also wir sollten die Briten schon komplett mitnehmen. Das Ding ist halt, also möchte ich auch noch sagen, so jetzt, das ist wirklich dann Schluss für diese Folge. Wenn wir uns nochmal die Briten angucken, die haben halt die übelste Luftwaffe. Also sie haben mehr als 1800 Flugzeuge, da bin ich mir sicher. Aber die haben halt unglaublich viele Flugzeuge und die haben unglaublich viele Schiffe. Und wenn die Briten nachher nur ein einziges Inselchen übrig behalten, behalten die ihre Flotte und ihre Luftwaffe. Auch wenn die weder einen Hafen noch einen Flughafen haben, behalten die den ganzen Scheiß. Und das wollen wir einfach nicht haben. Also wir wollen nicht, dass jemand noch so eine starke Flotte und so eine starke Luftwaffe hat. Dementsprechend versuchen wir, Luftwaffe und Flottenhoheit zu erreichen. Und da fällt mir noch eine Sache ein. Vielleicht wisst ihr das und könnt mir das drunter schreiben. Wenn man nämlich... Und wenn wir uns das mal angucken, wir haben ja, ich klicke mal gerade hier drauf, wir haben tatsächlich Flugzeugträger, Flieger, also französische, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie wir an die gekommen sind, weil wir haben von den Franzosen ja keine Flugzeugträger eingenommen, also wir haben ja keine Schiffe gekriegt. Wenn ich hier nochmal drauf klicke, ne? Also ihr seht, wir haben hier oben keinen Flugzeugträger irgendwie drin. Und die Franzosen hatten ja ein Flugzeug. Ja, gut, kann sein, dass wir den abgeschossen haben, aber wir haben von den, ich glaube, wir haben von den Franzosen kein einziges Schiff übernommen. Wir haben ein Schiff des Typs Zerstörer. Ist das nur das Zerstörer? Oder ist das ein alter Zerstörer? Oder ein neuer? Naja, ich weiß jetzt auch nicht.
Na, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir haben keinerlei Schiffe gekriegt, komischerweise. Also man kann Flugzeuge erbeuten. Aber wir können. Oder ist das hier unsere Ausbildungskür? Ist jetzt auch egal. Aber wir können irgendwie keine. Wir können keine Schiffe erbeuten oder so. Also irgendwie ist es ein bisschen komisch. Ist ja nicht so wie im Ersten Weltkrieg, dass die deutsche Marine sich vor Scapa Flow versenkt oder so. Ich glaube, der größte Schiffsfriedhof in Europa, meine ich, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Warum bist du eigentlich, warum hast du so ein Fernglas als Symbol? Du kriegst ein Panzersymbol. Mit einem Sternchen, genau. Panzer mit Sternchen, weil da nämlich noch Pferde dabei sind. Gut, alles klar. Ach so, ja, das können wir. Wie viel Panzer haben wir gerade noch auf Reserve? Wir haben ein paar Panzer auf Reserve, oder? 140. Wenn ich dir noch einen Panzer hinzufüge, brauchen wir 180. Ist halt doof, wenn wir die spielen und die nicht ganz ausgerüstet sind. Also die italienischen Divisionsvorlagen, die sind einfach so scheiße. Und das ist halt was, was wir gegen das Deutsche Reich und gegen Großbritannien berücksichtigen müssen, weil auch die jugoslawischen und bulgarischen Divisionsvorlagen, die sind jetzt auch nicht so viel besser. Da sind unsere Truppen einfach qualitativ deutlich schlechter, ne? Da müssen wir halt mal gucken. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. In diesem Sinne, ciao.